Hallo, hier ist Jon und willkommen zur finalen Aufnahmesession zu Let's Play God of War. Ich bin zwar nicht mitten in der Session, aber ich denke, das hier wird einer der finalen Parts sein, denn so viel wartet nicht mehr auf uns. Wir haben beim letzten Mal Zeus so richtig vermöbelt, allerdings ist er nochmal vor uns geflohen. Die gute Pandora hat sich geopfert, sie ist in die Box gesprungen, hat das Feuer gelöscht und was ist passiert? Wir konnten die Box öffnen. Was war drin? Gar nichts. Und ich sehe gerade, hier ist ein Savepoint, das heißt, ich hätte aufhören können, aber ganz ehrlich, ich speichere jetzt kurz. Für den Fall, dass irgendwie, so wie die letzte Aufnahme, irgendwie kurz irgendwas Schlechtes passiert. Und dann, ja, geht's ans Eingemachte, sagt man noch so, ne? Glaube schon. Ich habe an Sprichwörtern gearbeitet. Oh mein Gott, seht euch mal diese Welt an. Ich meine, jetzt ist wirklich alles am Dampfen hier. Ich meine, noch kaputter kann's gar nicht werden. Es regnet die ganze Zeit, hinten donnert's. Sonne ist schon lange weg. Krankheiten sind ausgebrochen. Nix lebt mehr. Na dann. Komm her. Runde 2 gegen Zeus, ha? Ach, wollen wir erstmal die Welt anschauen. Solches Chaos. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Stell dich mir, Vater. Lass es uns beenden. Ja, mein Sohn. Du glaubst wirklich, dass du gewinnen kannst, ha? Na dann, komm her. Auweia. Na, sage mal. Das zieht aber nicht wirklich viel. Da, nimm deine Blitze zurück. Mein Gott, die habe ich in God of War 1 schon nicht gemocht. War viel zu schwach, Wahnsinn. Nichts anderes. Komm her. Ach komm, Herkules. Na, ach komm, Donner gegen Donner wäre vielleicht eine interessante Idee, ne? Na komm. Sage mal. So, komm her. Na, sage mal. Kommst du? Wow. Gut, du hast ein bisschen mehr drauf, als ich gedacht hätte. Aber das macht auch keinen Unterschied. Komm. Na. Gut, jetzt reicht's mehr. Kommst her. Ich wollte das Schwert eigentlich nicht gegen dich benutzen. Aber wenn du so rumspammst, kann ich auch rumspammen. Komm her. Komm. Mensch, wir haben hier immer noch geschickt ausweicht, ha? Huh? Nein, was passiert denn da im Hintergrund? Wem gehören diese Hände? Die kenne ich doch. Aber das kann doch nicht sein, oder? Ist das tatsächlich... Wow. Es ist echt Gaia. Mit... Ja, ich dachte, ich hätte dich gekillt. Ja, deine Welt hat auch ein bisschen abbekommen. Aber du hast mir keine Wahl gelassen. Deine Spielfigur hat versagt, Gaia. Du hättest eine andere wählen sollen. Und zwar... Genug! Vater und Sohn sterben gemeinsam. Auweia. Oh nein! Will sie uns fressen, oder was? Nee, sie wollte uns zerdrücken, aber wir springen einfach in ihre offene Schulter. Und schaut mal, hier waren wir doch schon mal. Und wem kann dieses Blut gehören, ne? Nein, diesmal ist nicht Hades, der blutet, sondern Zeus. Ja? Mensch, hat er sich echt hier durchgequetscht mit seinen Verletzungen. Meine Fresse, ist hier eigentlich noch irgendwas versteckt? Nee, sieht nicht so aus. Und ich habe verdammt wenig Leben gerade. Ich hoffe, das kann ich gleich nochmal auffüllen. Mensch, das ist ganz schön verzwickt hier drin. Mensch. Aber wir sind ganz schön gefährlich, wenn wir im Innern eines Titanen sind. Ne? Das hat ja auch der andere Große gespürt. Ich meine, wie hieß er? Fragt mich nicht. Den Typen, den wir da den Stein da rausgenommen haben, ne? Wie auch immer. So, dann würde ich mal sagen, kloppen wir uns hier dran. Weil ihr habt euch wahrscheinlich eh schon gefragt, wann wir diese Dinge hier kaputt machen. Aber jetzt geht's ja. Bäm, jetzt ist dein Herz frei. Das ist schlecht für dich. Ich würde mal sagen, fangen wir an zu brennen. Meine Liebe. Das ist ganz schön fies. Ich meine, wir sind mitten vor ihrem Herzen. Und ja, schützen kann sie es jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, ihr hättet jetzt diesen göttlichen Besitztum nicht mehr holen können, wenn ihr den vorher noch nicht geholt habt. Aber gut, holen wir uns mal ein bisschen Leben, dadurch, dass wir hier raufkloppen. Und gleichzeitig entziehen wir ihr das Leben. Ja, wie das nun mal spielt, ne? Und BAMS! Das muss brutal sein. Stellt euch mal vor, jemand ist in euch drin und schlitzt euer Herz auf. Ja, genau so würde ich mich dann wahrscheinlich auch fühlen. Na dann weiter. Komm her. Tut mir leid, Gaia, du hast die falsche Seite gewählt. Wobei, eine richtige Seite gab es scheinbar nicht. Du schon wieder. Mit deiner fetten Verletzung an der Schulter, ha? Na, versuch dein Glück. Versuch dein Bestes. Du beendest hier gar nichts. Und übrigens, man kann, wenn ihr auf der höchsten Stufe spielt, ich sag so viel, nimmt diese Waffe hier, falls ihr ihn nicht schafft, auf normale Art und Weise, und spammt diesen Griff. Wenn ihr diesen Griff gegen ihn spammt, ihr seht schon, kann er sich unmöglich wehren, weil er wird später noch lauter Phasen machen, wo er extrem kotzig ist. Aber ich werde es lassen, nur dass ihr da Bescheid wisst. Die ganze Zeit L1 und Kreis und ihr seid unverwundbar.
Das macht zwar nicht so viel Schaden, wie wenn ihr normal spielt, sage ich mal, aber er kann sich unmöglich wehren und dann habt ihr den Kampf quasi automatisch gewonnen. Ich weiß, es ist cheap. Ich war damals hier auf schwer, hab hier bestimmt 4 Stunden lang gespielt, hab es nicht geschafft, ihn zu killen und hab dann diesen Glitch quasi benutzt, weil ich nach 4 Stunden ohne Scheiß in einer Session mir gesagt habe, nee. Und ohne Scheiß, das ist jetzt nicht übertrieben oder so, ich war wirklich 4 Stunden nur in diesem Raum hier und es hat nicht geklappt. Ich wollte es ehrenvoll, sage ich mal, machen und es wollte einfach nicht hinhauen. Und nein, 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 der will da hin und sich Leben holen. Genau. Genau. Ja, richtig, so siehst du aus. Können wir aber im Bosskampf auch machen, aber immer nur, wenn es leuchtet, können wir hingehen und uns neue Energie holen. Von daher, aber ihr seht schon, er spawnt jetzt Doppelgänger, die er sonst nicht machen würde. Wenn ihr also die ganze Zeit diesen Griff machen würdet, aber es funktioniert auch nur mit der Donnerwaffe, weil da fliegt er genauso, dass ihr das so anwenden könnt, sage ich mal. Komm her. So, jetzt holen wir uns mal kurz Leben, bevor er das macht, weil er kommt sonst nämlich eh hierher. Und hat nämlich genau dasselbe vor. Wenn ich aber schneller bin... Ja, seht ihr, jetzt war ich schneller als er. Und dadurch konnte er sich kein Leben holen. Ha, ausgewichen. Komm her. Ich kann auch mit Donner angreifen, ja? Nein, 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 nein. So, sein Doppelgänger. Ach, ich war doch in der Animation. Mensch, gibt's hier nicht Animation for the win oder was? Ja, nur wenn das Spiel wirklich will, ne? Komm her. So, leuchtet das wieder? Ja, 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 ja. Meins, 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 mein Leben. Meins, 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 meins. Hops, hops, nix da. Kriegst mich nicht. Bin zu flink für dich, mein Freundchen. Komm her! Oh, ich liebe dieses Stück in der Melodie, es ist echt das Beste. Na also, du hast keine Chance. Komm her. Das kannst du so oft spammen, wie du willst. Klappt nicht. Nee, 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 nee. So einfach lasse ich mich nicht treffen von dir. Nein, 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 nein. Nein, meins, meine Energie. Meins, 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 meins. Meins, 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 meins. Deine Doppelgänge abknallen hier. Oh, komm her. Ich wäre schon ein bisschen die harte Waffe. Ja, kennst du ihn noch? Dein Bruder. Ich habe ihn getötet, hä? Und habe ihm die Waffe weggenommen. Jetzt komm her. Kommst du her? Eureka. Nee, 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 nee. Die ganzen Doppelgänger, ich ignoriere sie einfach mal gekonnt. Vielleicht noch einen Fettsack holen. Was auch immer wir gerade beschwören können. Und. Match, match, match. Meins, 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 meins. Lass ich gar nicht zu, dass er sich das holt. Hopp. So, komm her. Ah, ob die jemals gegeneinander gekämpft haben? Ich weiß nicht, so gut kenne ich die griechische Mythologie auch nicht. Komm her. Und, na, hallo, ich wollte euch alle treffen. Komm her. Na, sage mal. Ah, na gut, dann machen wir es eben so. Alle wegmetzen hier und... Nein, meins, 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 meins. Hörst du auf? Das gehört nur mir. Kommst du her. Ausweichen. Eureka, komm her. Du kannst doch nicht mehr Energie haben. Ich wollte schon sagen, jetzt komm her. So, rein da mit dir. Hm... Kommst du her? Ich mach dich fertig. Ist ja so ähnlich wie in God of War 2, hä? Huh? Ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Nein, 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 nein. Komm, 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 Kratos, komm, 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 komm. Wir haben das Ding. Oh, super gezirkelt. Komm, 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 komm. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ah, bisschen noch. Bisschen noch. Ich töte euch einfach beide gemeinsam hier. Oh. Na komm. Willst du es? Ich weiß, du willst es. Bitteschön. Lecker. Gib ihm noch einen aufs Maul, ne? Richtig so. Was ein Kampf im Innern von Gaia. Wer von euch hätte gedacht, dass die Final Stage hier drin ist, ha? Nette Idee auf jeden Fall, nette Idee. Na gut, es scheint. Ich habe mich geirrt. Vielleicht wird das hier doch der finale Part. Weiß nämlich nicht, wie viel Spielzeit jetzt noch vor uns ist, aber eventuell mache ich die Episode ein bisschen länger. Von daher, ja, wird wohl das Finale sein.
Ich denke schon. Sonst splitte ich es einfach irgendwo, wenn es über 20 Minuten sein sollte und mach zwei Parts draus. Also eins von und zwei von oder so. Ha, aber gut. Immerhin haben wir den Sieg, hä? Ach, da vorne ist die Waffe, hä? Und da liegt auch sein Leichnam. Na gut, dann würde ich sagen, schnappen wir uns das Schwertchen, hä? Warum auch nicht? Aber Moment, lass mich mal schauen. Liegt hier noch irgendwo ein göttlicher Besitztum oder so? Weil ich eigentlich dürfte ja nichts mehr sein. Zeus Besitztum haben wir quasi am Anfang schon gekriegt. Von daher nehmen wir uns das Schwert. Das ist meins. Meine Göttlichkeit da drin. Ja. Hä? Was ist das? Ich werde deiner überdrüssig, mein Sohn. Zur Hölle? Du bist tot? Wie kannst du als Geist wieder... Oh, wobei, Athene ist auch wieder gekommen. Nein, all unsere Waffen. Kratos, irgendeine. Blend ihn mit dem Kopf. Mach irgendwas. Hauweia. In wie vielen Spielen hört man den Spruch? Und nein, er zieht uns all unsere Balken ab. Nein. Nein. Töte mich nicht. Nichts als Dunkelheit liegt vor dir, Kratos. Das hier finde ich ist sehr interessant gewählt. Aber gleich dazu mehr. Schaut mal, wir haben keine Waffen, gar nichts. Wir können nicht mal springen, wir können nur durch das Dunkle laufen. Und die Stimmen unserer Kinder oder unseres Kindes hören, ha? Müssen hier aber den richtigen Pfad finden. Ah, da vorne. Das heißt, wir erleben quasi jetzt noch einmal so ein bisschen was aus seinem Leben. Vergangene Tage. Was alles in seinem Leben quasi schiefgelaufen ist, ha? Schauen wir einfach mal weiter. Aber gut, der Typ hat doch alles andere als ein angenehmes Leben gehabt, ne? Die Blutspur einfach hinterher. Ich meine, selbst wo er der Kriegsgott wurde, hat ihn das... Ne, das war einfach nicht so, ne? Kein Wunder, dass die ganzen anderen Götter ihn dann wieder raushaben wollten. Und da fängt es an zu brennen. Ihr seht schon, worauf das quasi im Moment hinausläuft. Das ist seine Familie, seine Frau und sein Kind. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist, ne? Die Menschen, die Feuer. Psst, bleib bei mir, Calliope. Mutter, ich hab so Angst. Kommen die, um uns zu holen? Dein Vater wird uns beschützen. Lass nichts übrig. Brennt das Dorf nieder. Vater? Kratos. Vater? Nein. Ja, seine schlimmste Erinnerung, mit der er bis heute nicht fertig geworden ist, ne? Aber gut, das kann man auch nicht, ich meine... Mein Kind. Wie? Ich ließ sie in Sparta. Ares! Ja. Danke, Ares. Ja, ja. Das wissen wir schon seit God of War 1, wie das Ganze quasi ausgegangen ist. Wobei, ist leider... Auch wenn das jetzt ein Spoiler ist für diejenigen, die Ascension nicht kennen, dieses Ganze von wegen, wie er seine Familie tötet, passiert nicht in Ascension. Ascension spielt schon danach. Ich würde wirklich gerne einen God of War Teil sehen, wo man das am Ende macht. Das würde mich echt interessieren. Wie er halt wie er den Kriegsgott gedient hat, weil den Teil gibt es noch nicht. Das wäre, fände ich, eigentlich ein recht richtig gut gewähltes Szenario, aber sie wissen halt wahrscheinlich selber, dass das gut ist und lassen sich das wahrscheinlich erstmal offen. Wen haben wir hier? Kratos. In der Finsternis werden uns die Feuer der Hoffnung befreien. Ach, Pandora, du bist das. Ja, mit der Fackel. Das ist wenigstens eine richtige Fackel, ne? Helios Kopf lag halt nicht hier rum. Aber gut. Dann nutzen wir mal das Licht und laufen weiter. Wenn ihr Stimmen hört, müsste das eigentlich gut sein. Müsste der richtige Weg sein. Und hier sind auch Blutspuren, die sind auch immer ganz, ja, hilfreich. Gehen wir mal weiter durchs Dunkel hier. Mensch, ob das der Weg zum Jenseits ist? Ich meine, Kratos ist jemand, der garantiert nicht im Himmel landet, ha? Hm, was haben wir hier vorne? Wen haben wir hier gekillt? Es verändert dich. Es wird Zeit, deine Ängste abzulegen. Das Licht zeigt die Wahrheit.
Die Macht der Vergebung kommt von innen. Willst du Vergebung, musst du die Kraft finden, dir selbst zu vergeben. Das kann er nicht, ja? Das ist wohl auch etwas, was er nie kann oder können wird. Oder schaffst du es doch, Kratos? Hey, es ist heller geworden. Ich hatte das endlich akzeptiert, dass er die Dinge nicht mehr ändern kann, ha? Huh? Ich bemühe mich, ja. Gut, danke. Bilde mir den Weg. Wen haben wir hier vorne? Ist das Athene? Ja, natürlich ist es Athene. Das heißt, selbst den Tod von Athene sollen wir jetzt akzeptieren, ha? Huh? Na komm. Nicht? Okay, gut. Dann lassen wir sie halt liegen. Ich dachte, ich müsste den Tod akzeptieren. Aber Kratos denkt sich, nee, ich akzeptiere gar nichts. Hm? Athene? Ich komm wieder. Er sollte nicht lachen, wenn jemand am Boden liegt und stirbt. Aber hey, Athene, ich helfe dir. Willst du nicht, dass ich dir helfe? Komm schon. Na also, das wollte ich doch gleich machen, Mensch. Furcht trieb Zeus zum Mord an seinem Vater Kronos. Die gleiche Furcht führte zum großen Krieg. Furcht brachte Zeus dazu, dich zu töten, seinen eigenen Sohn. Zeus nutzt Furcht, um dich im Dunkeln zu halten. Stell dich den Dämonen und bette sie zur Ruhe. Genau das sollten wir tun, ha? Huh? Ich bemühe mich ja. Danke, Pandora. Also scheinbar ist halt die Frage, ob sie jetzt nur hier ist, weil sie sich geopfert hat, oder ob sie generell hier wäre. Hilf mir! Ich komme nicht weiter. Hilft das was? Die Götter des Olymps haben mich verlassen. Die Szene schon wieder, ha? Huh? Na, God of War 1 Anlehnung. Erinnerst du dich an jenen Tag, Sparta? Ich lasse nicht zu, dass du mir weh tust. Viel Glück mit deiner kleinen Hure, Andor. Mensch, wahrscheinlich ist das ganze Blut hier von den Leuten, die wir, getötet haben. Ne? Ich meine, das ging 3 LPs durch. Das ist wahrscheinlich, das Rote Meer ist gefüllt von dem Blut. Na, wo lang geht's weiter? Das erinnert mich auch ein bisschen an den Fluss in Metal Gear 3, ja? Magst du mich besiegen. Aber am Ende, Kratos, am Ende betrügst du nur dich selbst. Dafür wirst du bezahlen, Kratos. Komm, ich kann dir den Weg zeigen. Das wäre ganz gut, hm? Hilft besser als die Fackel. Aber gut, er hat mehr Sünden begangen als wahrscheinlich, was weiß ich, für andere Leute und Übeltäter in der Weltgeschichte. Hm? Ich habe dich erschaffen und ich vernichte dich. Irgendwie schwimmt er schneller, als seine Bewegungen schnell sind. Hey, ich bin nicht mehr rot. Du musst mich befreien. Höre nicht auf sie, Kratos. Versage einmal in einem erbärmlichen Leben nicht. Versage nicht so wie man in einer Familie. Es ist schon gut, Kratos. Mensch, hey. Was ihm wohl. Ich meine, so viel, was ihm im Kopf einfach rumschwirren muss, hä? Huh? Was ihm wahrscheinlich sein Leben lang nie hat in Ruhe gelassen. Und ich meine, täglich kam mehr dazu. Und hier ist scheinbar die richtige Büchse der Pantora. Hm?
Na, dann schauen wir mal, was in der wahren Box der Pandora liegt.